Hey ho, alle, ich bin's wieder, euer Sedat. Was geht, was geht, was geht? Wie ist denn mit Call of Duty Black Ops 2? What up? Das Gameplay ist mal wieder von Wolverine. Der hat mir irgendwie drei Stück gegeben, das ist jetzt das zweite. Hier seht ihr noch links unten Wolverine, AOD Wolverine, deshalb lassen wir es auch mal laufen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Wie lange geht das? 8 Minuten, 8 Minuten volle Wolverine-Action. Und jetzt kommen wir mal zum Thema, direkt hier Gameplay war von Wolverine, das ist mein erster Punkt. Muhahaha. Zweiter Punkt ist, na gut, zweiter und dritter Punkt, den fasse ich mal zusammen. Es geht darum, dass ich mir eine Halterung gekauft habe, hier für mein iPhone. Und krass, dass das Shit ist, die ist heute angekommen. Also wir haben heute den 24, ich lade das Gameplay auch gleich direkt hoch. Und Amazon liefert am 24.12. Wusste ich gar nicht. Ist heute angekommen. Richtig geil, richtig nice. Obwohl in diesem Optionsding da stand halt, dass ich wahrscheinlich das nicht am 24. kriege. Und die Halterung ist angekommen. Ich freue mich. Dafür gibt es auch noch ein Unboxing. Das ist die Luxa 2 H1 Touch. Keine Ahnung so genau, aber sieht auf jeden Fall richtig nice aus. War auch recht teuer, muss ich ehrlich sagen. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch ein Unboxing, ein kleines Review. Ich meine, so viel Review kann man da jetzt nicht machen, aber ich denke mal schon, für Leute, die das interessiert, ich habe mir da selber welche angeguckt und fand das ziemlich cool. Und ja, da kommen wir dann zum 2.3 Thema, 1, 2, 3, ne? Und ich möchte gerne ein Real-Life-Video machen. Ja, ich weiß, ich habe immer gesagt, nee, 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 nee. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ach, Wayne, ist doch sowieso alles scheißegal, mach's ja einfach. Heute zeigt sich sowieso jeder Dödel. Und ich habe einfach gedacht, da habt ihr einen besseren Bezug zu mir. Und wisst dann, wie ich aussehe. Deshalb habe ich mir auch diese Halterung gekauft, dass ich mein iPhone da reinsetzen kann und mich dann selber aufnehmen kann. Dieses Real-Life-Special wird um den Dreh kommen, so 800 Abonnenten. Da habe ich kleines Special machen dann. Und ja, deshalb wird das dann da kommen. Wie gesagt, sagt euren Freunden Bescheid, dass sie mich abonnieren sollen. Dann geht es umso schneller. Jo. Dann noch nächsten Punkt ist, der Robin möchte sich Saints Row 3 kaufen. Das ist heute bei Steam im Angebot. Saints Row 3 für 7,50 € und möchte das mit mir im Koop spielen. Also, was haltet ihr davon, wenn wir das jetzt hier zusammen im Koop spielen? Hoffentlich Wolverine noch dabei. Ich weiß nicht, kann man das mit mehr als zwei Leuten Koop spielen? Keine Ahnung, werden wir das sehen. Hier hat Wolverine gerade Hunde bekommen. Awesome, der Junge, awesome. Und mit seiner PDW natürlich, was auch sonst, der kleine Noob. Egal. Ja, möchtet ihr, dass wir Saints Row 3 Koop ein bisschen was bringen? Let's show, let's play, whatever. Könnt ihr mal drunter schreiben, fände ich echt cool. Und noch kurze Informationen. Das Metro 2033 Event ist abgelaufen. Also glaube ich zumindest, weil irgendwie ich jetzt voll viel Nachricht bekommen habe, dass das bei denen nicht mehr geht. Ich weiß nicht, ob die unter 18 sind, aber ich habe es selber nicht genau nachgeguckt, aber ich glaube, es ist abgelaufen. Und ich kann euch leider keine Keys besorgen, weil ich auch in dem Video gesagt habe, dass diese Keys an den Account gebunden sind. Das heißt, ihr hättet da vorher ein bisschen, ja, schneller reagieren sollen. Aber mal gucken. Vielleicht kommt demnächst nochmal sowas, wer weiß das schon. Und auch das Dota 2 Gewinnspiel, was ich mache, neigt sich langsam dem Ende. Da tut sich nicht mehr viel. Ich denke, in der Woche jetzt, vom 24.12. Bis zum 31.12. oder vielleicht auch zu Neujahr, werde ich die Keys raushauen. Aber so um den Dreh werden sie rausgehen. Ich versuche da nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Ihr könnt auch, würde mich richtig, richtig freuen, wenn ihr da irgendwie Werbung machen könntet. Aber was heißt Werbung halt, ne? Ich meine, je mehr das erreicht, desto cooler ist es, desto schneller geht's und ja, lohnt sich ja auch für euch. Dann kommen da mehr Videos und so. Fände ich auf jeden Fall richtig cool, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagen würdet oder wie auch immer. Und jetzt gucken wir nochmal hier. Nochmal die Hälfte fast. Und ich sag mal, ich habe ein kleines Resümee für 2012, also so eine Zusammenfassung von 2012 für mich. Hat am Anfang des Jahres eigentlich recht langsam gestartet. Ich hatte zwischendurch auch mal ein paar Hänger, aber dann kam halt Diablo und mit Diablo kamen dann auch viele, viele neue Abonnenten, viele, viele Views und auch, naja, ich muss sagen, da kamen sehr viele Leute und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Let's Play da zu machen. War auch schon richtig cool. Dann war wieder ein bisschen Pause und dann kam Guild Wars. Mit Guild Wars war es so, dass ich sehr, sehr viel Content hochgeladen habe. Ich habe ein Video hochgeladen, es hat 9 Stunden gedauert und so eine Scheiße. Ich habe am Anfang, habe ich einfach gedacht, ich nehme einfach alles auf und habe dann den Content reingeschmissen. Und war ein bisschen viel, das werde ich nie wieder machen, glaube ich, weil das wirklich, wirklich viel war. Und da schneide ich die Dinger lieber zusammen mit den besten Szenen oder irgendwie sowas. Aber das war schon wirklich, wirklich viel. Und ich weiß nicht, ob die Leute das geguckt haben. Mir kam es zumindest nicht so vor. Und ja, dann irgendwann kam dann Black Ops 2. Muss ehrlich sagen, das war der schlechteste Call of Duty Start, den ich hatte. Kann sein, dass es noch was kommt. Aber
Black Ops 1 oder Modern Warfare 3 ist viel, viel gefragter gewesen. Keine Ahnung, woran es liegt, ob der Flair weg ist. Was sagt ihr dazu? Ist der Flair von Call of Duty weg? Ich finde, ein bisschen schon. Muss man ehrlich sagen, ein bisschen schon. Und jetzt sind wir hier. Ich bin jetzt Partner von Machinima. Wir sitzen hier und ich bin glücklich. Ich bin happy. Mache jetzt nicht die riesige Kohle damit. Also, ist mal eher so ein Taschengeld. So, da habe ich jetzt kein Junge schon mehr bekommen. Aber naja. So, jetzt kommen wir zum Fragen- und Antwortspiel. Habe ich gesagt, kein Special hier am Ende noch. Gucken wir mal, wo wir sind. Hier die Hälfte. Wunderbar, 3 Minuten Frage-Antwort-Special. Könnt ihr auch weitere Fragen in dieses Video schreiben? Ich versuche dann für Silvester noch ein Fragen-Antwort-Special zu machen mit diesen Fragen aus diesem Video hier. Wenn ihr wirklich Fragen habt, schreibt sie hier drunter. Wo schießt der hin, Junge? Naja, egal. Frage-Antwort-Special, wirklich, jetzt kommen auf jeden Fall ein paar Fragen. Oder ein paar Sachen, Anmerkungen, wo ich was zu sagen möchte. Jetzt erstmal eine Anmerkung. Ich finde, Black Ops 1 ist einfach das beste Game ever von Scheißer-Schopf oder wie auch immer. Hat er vor 13 Stunden geschrieben unter ein Video, was 2 Jahre alt ist. Respekt, Junge. Finde ich richtig geil, dass du da immer noch guckst. Aber ich weiß nicht, Black Ops 1 ist wirklich. Ich habe ein Video letztens gesehen und die Karten sind wirklich deutlich besser. Also die Karten waren richtig geil. WMD und so ein Scheiß. Richtig awesome. Und jetzt gehen wir mal weiter zur. Philipp, nee, 271 Philipp, die Teile liegen immer unterschiedlich auf der Karte rum. Das hat er zum Zombie-Modus gesagt, dass die Teile, die man da hat, immer unterschiedlich auf der Karte rumliegen. Vielen Dank für den Tipp. Baumstyle, Junge, du hast mir sowieso schon viele Tipps gegeben, das möchte ich jetzt auch nicht alles vorlesen. Aber vielen Dank für die Tipps, wollte ich einfach mal erwähnen. Hier zu Guild Wars 2, Fun Lurfer. Ich finde, den Val die Archer macht kaum Damage, eigentlich ist meine Lieblingsklasse, aber man hat kaum Spielspaß, weil man extrem wenig reißt. Eure Meinung dazu? Ich habe das schon oft gehört, dass viele Leute sagen, dass der Archer die schwächste Klasse in Guild Wars 2 ist oder dass man sehr, ja, dass man, dass dieser Archer wenig Liebe von den Entwicklern kriegt. Ich denke, die Entwickler werden da noch was machen und ich denke auf jeden Fall, dass da noch viel kommen wird. Natürlich macht da ein Krieger mehr Spaß, wenn man dann richtig ownt. Aber ich finde, der Archer macht seine Sache doch ganz schön gut. Ist natürlich jetzt so eine Sache, dass es nicht immer 100% ist. Aber ich denke schon, dass das ganz gut hinkommt. Dann haben wir hier 8 Blackbird. Junge, vielen Dank für deinen Tipp mit LOL, dass du da gesagt hast, dass ich den Garen nehmen soll. Face Royal Charakter. Mal ausprobieren irgendwann mal, vielleicht mit Robin zusammen. Und Nickelodeon, vielen Dank, dass du einen Kommentar geschrieben hast. Könntest du vielleicht mit mir zocken? Das Problem ist, du kannst gerne mit mir zocken, aber ich denke nicht, dass ich im Moment in nächster Zeit LOL spielen werde. Vielleicht irgendwann mal, müssen wir mal gucken. Und jetzt haben wir noch die 3 nächsten Dinger zu Ende. Lokomatert, der fünfte oder was auch immer, auf jeden Fall ist in Leadspeak geschrieben. Zockst du auf Zombie? In letzter Zeit schon. Wir versuchen uns bei dem Transit-Modus, da kommt auch noch ein Gameplay hoch. Wahrscheinlich das letzte, was wir aufgenommen haben, aber mal gucken, was da noch kommt. Was willst du denn sehen? Was wollt ihr sehen? Farm oder Transit? Könnt ihr auch mal hier drunter schreiben. Ich weiß, viele Fragen diese Runde. Aber das ist das Weihnachtsspecial. Ich möchte mit euch in Kontakt bleiben und what up? So, da kommt eine Sache, die noch nicht als letztes. Hier, Let's Play Diablo 3, Nummer 54 von Skyware HD. Vor 2 Wochen hat das gefragt. Zockst du das immer noch? Und welches Level bist du im Moment? Also, ich zock's generell nicht mehr viel. Es kommt noch ein Video, ich weiß, ich sag das oft, aber es kommt noch ein Video von der Skillung. Das werde ich gleich in Angriff nehmen. Wie meine Skillung ist. Ich bin im Moment, glaube ich, also Level 60 und Paragon Level 13 oder irgendwie sowas. Nicht weit, nicht weit. Aber ein bisschen haben wir schon was geschafft. Und ja, ich habe noch 12 Millionen Gold auf meinem Charakter und ich würde mir gerne noch was davon kaufen. Aber ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich mir davon kaufen soll für meinen Mage. Aber mal gucken. Und jetzt zum Abschluss haben wir noch den Hammer Stickman Second oder Hammer Stickman 2 ND, ich denke mal Second. Und was hältst du nochmal von Community Zocken? Ich war bei MW3 dabei. Das freut mich, dass du bei MW3 dabei warst. Ich finde die Idee mit Community Zocken auch richtig, richtig geil. Das Problem, in diesem Jahr wird auf jeden Fall nichts mehr kommen, da ich noch sehr viel zu tun habe, beziehungsweise auch genug Videos auf der Festplatte habe. Aber im neuen Jahr würde ich sagen, kommt auf jeden Fall was. Ich finde es das cool, dass du das anmerkst. Ich habe das komplett vergessen, habe überhaupt nicht mehr daran gedacht. Und ja, es wird kommen, auf jeden Fall. Finde ich richtig geil, die Idee. Freut mich, dass du das angemerkt hast. Und ja, Schokokuchen 131, ich sag's nochmal in dem Video, du hast mich auch nochmal persönlich gefragt, aber mein Real-Life-Name ist Silas. So, das war's, Leute. Freut euch auf die Videos. Ich freue mich. Weihnachten, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.
Ach ja, hier der Score vom Wolverine. Machen wir nochmal hier rein. Score vom Wolverine war 47,9. Irgendwas 5er KD oder irgend so eine Scheiße. Der Kacknube, ey. Der kleine Pro, der ist jetzt im schon im nächsten Prestige. Naja, bis dann, Leute. Ciao, ciao. What up?